Wasano Sambasi. 1, 2, 3, 4. Ich grüße euch. Heute zeige ich euch den Rhythmus Wasano Ba Sambasi. Das ist ein Dschungelrhythmus und ein Bassrhythmus, den ihr herrlich auf der Djembe spielen könnt, aber auch auf mehreren Djemben. Aber jetzt haben wir hier eine Djembe und ich zeige euch den mal ganz langsam. Also ich fange mal schnell an und werde dann einfach langsamer. 1, 2, 3, 4. Und das Ganze langsamer. Und nun zeige ich es euch im Detail. Ja, der Rhythmus, den können wir zusammensetzen aus zwei Teilen. Aus dem Bass, aus den mehreren Bässen und der Wippe. Die Wippe ist... Die Haupthand ist im Bass und die Nebenhand auf der Höhe. Und die Wippen hin und her. So, und nun zu dem Bass. Der Bass spielt im Grunde die ganze Zeit so. So, also nochmal, ich persönlich bewege die Hand, meine Basshand, meine Haupthand hin und her, weil das hilft mir bei der Orientierung und der Sound ist auch ein bisschen anders. Da haben wir damit mach dich mal vertraut. Und die Nebenhand spielt die ganze Zeit immer im Off, ja, also auf der 2. Ja. Ich mache es nochmal langsam vor, sehr langsam jetzt. Bumt, 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 bumt. Mal noch langsamer. 1, 2, 3, 4. Wir haben hier einen gleichzeitigen Schlag. Jetzt zeige ich euch, wie ihr beide Hände mit denen arbeitet. Und zwar, wir fangen mit den mehrfachen Bässen an. Wir haben also einen gleichzeitigen Schlag hier drin. Ansonsten sind die Hände immer abwechselnd. Also nochmal so langsam. Ja, habt ihr es also. Und nun nochmal, wir gehen nicht langsam und werden dann einfach schneller und damit endet dann das Video. Thank you.
Ich wünsche euch viel Spaß mit Wasano Sambasi. Habt einen wunderbaren Tag. Ich bin Ingo Gutmann.